den ich jetzt nehmen würde. Und ja, dann auch nur noch halt der Königscup. Also quasi bei Jack habe ich es jetzt verkackt mit dem X. Ich mache das nicht nochmal. ja, versuchen wir mal unser Bestes jetzt bei der Königin. So, ich versuche es nochmal mit dem Fire Stingray. Muss natürlich hier alles wieder hochschrauben, damit ich genug Geschwindigkeit habe, um überhaupt mit den schnellen Fahrzeugen mithalten zu können. Sonst habe ich wirklich großartige Arschkarte. Aber gut, Sektor Alpha war doch eigentlich eine recht leichte Strecke. Wollen wir mal hoffen, dass es auch noch wirklich so leicht bleibt. Oder so leicht ist. Und ab geht's. Oh nein, das war mit diesem Looping. War mit diesem Halblooping, wo ich jetzt über Kopf fahre sozusagen. Und naja, das ist ja eigentlich egal. Ich muss nur gerade überlegen, ob hier irgendwie eine gefährliche Stelle war, wo ich irgendwie von der Strecke fliegen könnte oder so. Oder halt scheiße die Kurve nehmen könnten. Aber naja, erstmal muss ich gucken, dass ich vorne dabei bin. Solange ich vorne dabei bin, ist alles in Ordnung, obwohl. Hier bei dieser Strecke war doch auch eine gefährliche Stelle. Ich meine mich da gerade jetzt so entsinnen zu können, dass hier irgendwas auf jeden Fall war. Genau diese böse Kurve hier. Obwohl, sonst war hier nichts weiter. Platz 7 schon. Okay, gleich sofort boosten. Chance nutzen, solange ich sie habe. Und solange hier alles wirklich gerade ist und nicht zu viele Kurven kommen. Weil erst wenn es kurvig wird, wird es richtig böse. Genau hier. Scheiße, ich habe den Turbofall verpasst. Das ist passiert mal. Man kann ja nicht alles mitnehmen. So, solange ich vorne dabei bin, auf jeden Fall ist jemand hinter mir, aber mein Rival ist das hoffentlich noch nicht. So, den Turbofall nehme ich mit. So, hier ist es sehr gefährlich, aber hier gibt es wenigstens unsere Energieauflade. Böden. Womit wir unsere Maschinen sozusagen auftanken können wieder. Was wir hier auf jeden Fall sehr stark brauchen. So, wo ist der Turbofall? Also, der kommt erst nach dieser Kurve. Hoffentlich kriege ich den. Nein, ich habe verpasst. Okay, egal. Platz 2? Na gut, das ist erst die erste Strecke, aber trotzdem will ich meinen ersten Platz hier verteidigen, wenn ich schaffe. Na gut, solange ich vorne bleibe, ist nur scheiße, dass sie mir wirklich hier wie eine Klette an mich kleben. Aber ich denke mal, das ist das geringere Übel gerade. So, und weg hier. Kriege ich gerade nicht mit, wie viele Runden ich fahre, oder was ist los? Ich dachte erst, ich wäre ja bei der zweiten. Leute, ich bin wirklich gerade ein bisschen durch den Wind irgendwie. Aber gut, ich hab's geschafft. Ich hab den ersten Platz. okay, ich sollte erstmal wieder klarkommen. Ja, ich bin gerade wirklich teilweise verwirrt irgendwie. Ich komme irgendwie wirklich gerade nicht mit, dass ich sozusagen wirklich immer die letzte Runde schon erwische. Eigentlich müsste ich ja wissen, dass zwei Runden nur Boosten halt möglich ist. Und irgendwie... Moment, ich muss das jetzt hinkriegen. So, passt genau. Okay, das war die Scheißstrecke. Gut. Auf geht's, Leute. Hoffe ich mal, dass ich hier das jetzt wenigstens wieder besser mitkriege, wenn ich in die letzte Runde erreicht habe. Ich meine, hören tue ich das auch, aber ich kriege das wohl irgendwie mit Bewusstsein nicht mit oder so. Ich weiß auch nicht. Multitasking war noch nie meine Stärke. Das gehört sowieso den Frauen. Von daher, wir Männer das sowieso nicht können. So, deswegen... Reizt, wenn ich hier halbwegs gut durch diese Strecke komme, scheiße. Hier gibt's zu viele Sprünge. Bei der Strecke? Wirklich zu viele. Hier könnte ich wieder meine Maschine aufladen. Wobei das ein bisschen unnötig ist hier. Deswegen einfach wegboosten. Platz 17. Also wenn ich noch einen vorderen Platz kriege, dann würde es mich wundern. So, deswegen Gas geben erstmal. Kurve. Und wieder Gas geben. Dann kommt die nächste Kurve. Nein, erstmal noch ein Turbofall. Der natürlich auch mit muss. So, Platz 8 bin ich schon mal. So, hier kommt die nächste Kurve. Erst nach der Kurve will ich boosten. Okay, da ist schon Turbofall, da macht das schon für mich. Muss ich wenigstens keine Energie verschwenden. Scheiße, ich drifte wieder zu viel. So, jetzt aber erstmal Gas geben. Ich kriege wenigstens gratis Energie. Und jetzt muss ich erstmal wieder vorne dabei sein. So, Vorsicht, Kurve. Okay, das war scheiße. Ist noch ein Kratzer. Gut, das macht unserer Maschine noch nicht viel. So, weg hier. Und da ist ein Turbofall. Oh, scheiße, kriege ich den erst noch? Ja, ich bin nah dran. Ich bin sehr nah dran. Und ich kriege ihn hoffentlich noch... Bloß weg hier. Scheiße. Oh, wieder so eine scheiß Kurve und... Ah, scheiße. Ja, scheiße ist jetzt, dass ich... Oh Gott. Okay, jetzt seid mir bloß nicht im Weg. Seid mir bitte nicht im Weg. Komm schon, bitte. Da, ah, scheiße, den ersten kriege ich nicht mehr. Oder... Ja. Puh, wenigstens Platz 2. Ja, trotzdem, den ersten hätte ich lieber gehabt. Ach Mist. Gut, Leute. Platz 2. Wie sieht's mit den Punkten aus? Wer waren überhaupt vorher vor mir? Okay, ich
bin schon mal um einiges voraus, weil derjenige, der mein Rival war, nicht mehr mein Rival ist. Jetzt ist Drak mein Rivale? Irgendwie? Okay. Soll mir recht sein, wenn ein großer Punkteabstand ist? Okay, wir sind beim Teufelswald Nummer 2. Wieder. Ich mach alles. Also bei jeder Strecke jetzt die Statuswerte so einstellen, weil ich brauche auf jeden Fall Geschwindigkeit. Sonst kriege ich den ersten Platz wirklich gar nicht. Und wenn ich zu viel auf Geschwindigkeit setze, dann ja, habe ich einen Scheißstart. Also ich muss auf jeden Fall gleichmäßig mit denen hier starten können. Das habe ich wirklich gar keine Chance. Kann ich euch auch schon mal als Tipp geben. Falls ihr das Spiel wirklich auch mal auf dem Expert-Modus versuchen wollt. Das ist wirklich wahr. Also mit Tapo-Rangoro geht das auf jeden Fall am besten, ja. Und deswegen scheiße. Ja. Deswegen ist das wirklich schon vorteilhaft, wenn man das wirklich so einstellt wie ich. Weil dann hat man nämlich gute Chancen, vorne dabei zu sein. Sofern man nicht dumme Fehler macht, wie andere Maschinen umfahren, dass sie einen Weg blockieren. Oder halt von der Strecke fliegt. Das sind die einzigen Fehler, die passieren könnten. Oder halt die Maschine von einem zerschrotten lassen. Also, wenn irgendjemand dumm kommt und man zu wenig Energie hat. Das sind die einzigen Sachen, bei denen man wirklich aufpassen muss. Sonst geht's ja eigentlich. Aber ich lenke gerade wirklich wie eine besenkte Sau. So, vor die Kurve. Vor die Steigung, meine ich. Welle! Ich finde diese Strecke cool. Also, die Wellen sind wirklich genial. Davon sollte es wirklich viele mehr Strecken geben. Aber das gibt's ja leider nicht. Und deswegen scheiß drauf. Oh Gott, zu viele... Aha, scheiße, nein! Das hätte auch wieder unnötig Zeit gekostet. Und ich habe nicht viel Energie, da ist mein Rivale. Wo kommt der denn her? Ja, von hinten ist mir schon klar, aber mit so viel Vollspeed... Ach, scheiße. So viel kann ich noch nicht mal Gas geben. Ist doch irgendwo ein bisschen unfair. Oder meint ihr nicht? Oh, scheiße, Turbofeuer nicht gekriegt. Ja, gut, das wird schwierig, vorne wieder dabei zu sein. Das heißt, denn ich mache hier noch irgendwas richtig, aber... Okay, nur die Ruhe bewahren erstmal. So, Platz 6. Ah, jetzt kommen wieder diese Scheißkurven. Ach, scheiße. Diese wirklich Scheißkurven. Gut, wenigstens reicht für einen kleinen Boost. Ah, toll, aber es reicht nur für... Nein, ich hab doch Start gedrückt! Ich hab doch Start gedrückt! Scheiße! Ah! Ich hab Start gedrückt, ich wollte extra noch beenden. Entweder das ging nicht mehr, oder... Ach, verdammt. Ich wollte wirklich nochmal versuchen. Na toll, Punkt Gleichstand. Das ist jetzt echt ärgerlich, Leute. Okay, dann versuche ich es halt mit Punkt Gleichstand. Muss ich halt meinen ersten Platz wirklich verteidigen. Nachdem ich jetzt so einen hohen Punktverlust gemacht habe. Oh Gott, Mio City 2, was war denn da nochmal? War das mit diesen Sprungschanzen? Ich habe es jetzt gar nicht mehr gelesen. Gut, werden wir ja gleich sehen, was hier nochmal... Aber ich meine, die Strecke war nicht allzu schwer. Aber irgendwas war hier doch auch noch. Ich muss es gleich sehen. Ich sehe ja, wie die Strecke abläuft. So. Okay. Das ging gut. Ja gut, das war doch das mit den Sprungschanzen. Die sollte ich am besten in Ruhe lassen, weil... Die können dann auch teilweise hier verlangsamen. So, ich bin schon mal vorne. So, naja. Wenigstens bei den vorderen 10. Ich bin Platz 2! Danke fürs Abblockieren oder so. Irgendwer hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass da gerade wirklich sehr viele stehen geblieben sind. So, Platz 2. Den ersten kriege ich auch noch irgendwie. Ja, muss ich halt nur schnell boosten. Und halt vorsichtig fahren. Ich frage mich nur, warum die Computerfahrer hier alle nie boosten. Ich glaube, die boosten erst, wenn ich schon ja bei denen alle vorbei bin. Irgendwie ein bisschen unnötig für den Computer, aber okay. Wenn sie meinen, die können so gewinnen, dann sollte mir recht sein. Okay, so und Gas geben. Gut, wenigstens kann ich jetzt meine Punkte wieder verteidigen, solange Drak erstmal schön weit hinten bleibt, ist das schon sehr gut. Weil der Rival ist bisher noch nicht auf den vorderen 6 Plätzen zu sehen. Das beruhigt mich schon mal allgemein, ungemein. Ach man, ich weiß noch nicht mehr, was... Ich kriege meine Worte noch nicht mal richtig mehr zusammengefasst, weil das Rennspiel einfach zu hektisch ist. Ach gut. Okay, die Punkte sind auf jeden Fall gesichert, Leute. Drak ist irgendwie... Irgendwo ganz hinten abgeblieben, aber ich habe da nicht mal irgendwie einen hinter mir. Was ist das? Okay, die Strecke ist zu leicht, Leute. Wir sind Erster! Gut. Erster Platz verteidigt und Drak ist mir nicht mehr auf den Fersen. Der ist kein Rivale mehr. Auf jeden Fall nicht. Na gut. So, was sagen die Punkte? Wie viel bin ich jetzt wieder im Vorsprung? Na gut, trotzdem, Roger Buster ist mir auch noch auf den Fersen. Und da muss ich noch vorsichtig sein. Naja, ihr seht schon, Drak ist auf jeden Fall ein Platz gesunken. Da frage ich mich wirklich, wie viel der gewonnen ist. Das habe ich jetzt nicht beobachtet.
Egal. Wir sind auf jeden Fall beim zweiten großen Blau, bei der fünften Strecke schon. Das heißt, nur noch zwei Strecken, dann haben wir das hier auch schon geschafft. Also muss ich beten, dass ich jetzt vorsichtig fahre. Ich habe noch drei Leben, aber trotzdem. Und dass mich meine Stimme halt in dieser Aufnahme nicht verlässt. Weil das wäre jetzt am bittersten. Und los! Gut, versuche auch, wo hier war es doch mit dieser Unterwasserfahrt oder so. Okay, hoffen wir mal, dass wir hier auch gut vorankommen und nicht zu viel Gegenverkehr haben und möglichst die Abgründe hier in Ruhe lassen. Die Abgründe darf ich nicht vergessen hier, weil die wirklich zu meinem Verhängnis werden könnten. Ja, aber sobald ich die Expertenklasse überstanden habe, bin ich wirklich glücklich. Also das könnt ihr mir glauben, da bleibt nur noch der Joker Cup übrig und den muss ich ja in 1-3 Schwierigkeitsgraden da machen. Hatte ich zumindest so vorgehabt. Und ich habe ja schon vorweg gesagt, dass ich die Meisterklasse vielleicht nicht machen werde. Ich werde sie höchstens vielleicht versuchen. Aber ich kann schon mal garantieren, dass ich sie nicht schaffen werde. Zumindest nicht auf dem ersten Platz. Das würde mich wirklich sehr stark wundern, wenn ich das hinkriege. Ich meine, wirklich, wenn... Also ich frage euch jetzt mal als Zuschauer. Wird es euch wirklich interessieren, dass ich die Meisterklasse noch versuche? Weil sie wirklich verdammt bockschwer ist. Und als Let's Play... ich meine, es ist ja nicht unbedingt erforderlich, dass man es wirklich perfekt macht. Scheiße, es ist die letzte Runde. Aber ich meine, es gibt wirklich welche von euch, die wahrscheinlich schon sehen würden, wie man halt die Meisterklasse meistert. Aber ich selber habe sie wirklich bisher noch nie geschafft. Auch nicht in der damaligen Zeit irgendwie bewältigt. So, Platz 1. Nein, lass mich in Ruhe. Bleib weg. Bleib weg. Ich will den Sieg. Ich will den Sieg. Ich will den Sieg. Ich will den Sieg. Ach, Mist. Okay. Eine Strecke nur noch, ich habe drei Leben und die Chance auf den ersten Platz. Gut, was ist die letzte Strecke? Ich habe ein bisschen Angst davor. Hui, gut. Ja, jetzt muss ich wirklich versuchen, den ersten Platz zu verteidigen. Er ist mir ein Punkt im Nacken. Ein einziger Punkt. Also wenn ich jetzt Zweiter werde, dann habe ich es auf jeden Fall verbockt. Also, ich muss auf jeden Fall vor Roger Buster sein. So viel steht fest. Wenn ich vorne bin, habe ich gewonnen. Wenn jemand anderes vor mir ist, ist mir scheißegal. So... Moment, was für eine Strecke ist das jetzt überhaupt? Weißes Land, gefährliche Steppen oder gefährliche Schritte. Gucken wir mal, wie gefährlich die sind. Gut, das Land ist weiß, aber es ist ja meine Lieblingsmelodie. Ja, viel lustiger wird es jetzt, das hier überhaupt zu überstehen. Das ist im Moment meine einzige Sorge. Gut, egal. Nicht drum kümmern, einfach Gas geben. So, okay, das war wieder so ein Tunnel. Gut, ich muss erstmal mir die Strecke hier einbringen in der ersten Runde. Dazu haben wir ja Gott sei Dank noch keinen Boost, um uns das hier erst einmal richtig anzuschauen. Das finde ich auch schon ziemlich gut in diesem Fall. Ey, warum überhaupt hier mich? Wo habt ihr den Boost her? Es gibt noch nicht mal Boost Power hier in der ersten Runde. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, was an dieser Strecke so scheiße ist. Oder wovor ich Angst habe. Okay, Platz 11. Ach nein, diese Stelle. Hier bin ich doch auch irgendwie mal runtergeflogen. Oder war es nicht so bei... Bei der mittleren Klasse, bei der Standardklasse. Ach du Scheiße, geh mir doch aus dem Weg. Gut. Platz 11. Und bleiben dann noch 9, die ich überholen muss. Das kriege ich auch noch irgendwie hin. Wenn ich nicht gegen die Wände fahren würde, auf jeden Fall. So, gut. Und einfach erstmal ein bisschen boosten. Um wenigstens bei dem Vorderen dabei zu sein. So, Platz 6. Das muss auf jeden Fall, wie gesagt, vor... Ah, leck mich doch. Vor Roger... Was weiß ich, wie der nochmal hieß. Komm, oder ich dränge ihn einfach mal ab. Irgendeins von beiden. Aber ich glaube, das mit den Abdrängen werde ich nicht schaffen. Trotz der Wirbelattacke, die ich hier habe. Werde ich das trotzdem nicht machen. Nein, das wäre jetzt sehr fatal. Okay, meine Rivale haben mich noch nicht überholt. Sehr schön. So. Ich habe ja gesagt, es ist mir scheißegal, wenn jemand anderes vorne ist. Solange mich meine Rivale nicht überholt, ist alles in Ordnung. Nein, das war zu viel gedriftet. Okay, scheiß drauf. Gas geben, Leute. Das schaffe ich noch irgendwie. Nur die Ruhe bewahren. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hibbelig, dadurch, dass ich Angst habe, dass ich es nicht schaffen könnte. Aber wenn ich das X hier wenigstens kriege, bin ich schon glücklich. Scheiße, da ist er schon. Okay. Ich habe überholt. Ich habe überholt. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Nur die Ruhe bewahren. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ich soll ja auch nicht zu viel verschwenden. Scheiße. Nein. Soll ich überholen? Okay, scheiß drauf. Ich muss jetzt einfach Gas geben. Und einfach beten. Nein, dass ich... Okay, ich bin eh weg. Mist. Das war die letzte Runde, Mann. Gut, nochmal. Ist mir jetzt scheißegal, ich schaffe das schon irgendwie. Ich hätte was schaffen können. Wäre ich nicht von der Strecke geflogen und wäre ich am Ende nicht so abgedreht, dann hätte es... Oh, hier sind so viele Fahrer. Hätte es vielleicht noch klappen können. Das ist eindeutig zu viel auf der Strecke, wenn die Strecke so eng ist. Also wenn unsere Landstraßen hier so übel wären, dann... Ja, dann wäre es echt schon die reinste Hölle.
Na egal. Ab geht's. So. Okay. Platz 23 ist gerade ein bisschen zu schlecht, wenn ihr mich fragt. Okay, die Strecke ist irgendwie gerade richtig scheiße, weil zu viel Verkehr ist. Ah Gott. Also das hier zu schaffen, das wird die Hölle. Okay, da ist einer weggeflogen. Ich habe eigentlich nicht weggekickt. Oder ist irgendwie falsch gegen mich geflogen, dass es gewertet wurde. Auch gut, er hat sich auf jeden Fall verabschiedet. Wenn er halt nicht mitfahren will, hat er Pech gehabt. Oh Gott, ich darf nicht zu viel lenken. Das ist Kacke hier. Okay, ich darf nicht vergessen, ich habe Boost Power. Trotzdem ist das jetzt gerade scheiße. Sonst war ich schon mal wirklich besser hier. Bei dieser Strecke, also bei der Standardklasse war ich wirklich besser abgeschnitten. Oh Mann, ich krieg diese Kurve nicht. So, weg hier. Also ich muss das Driften auf jeden Fall irgendwie vermeiden. Wo ist eigentlich meine Rivale? Da müsste auch bald kommen. So, und ab geht's. Und so. Jetzt gebe ich erstmal ein bisschen Gas. Muss ich ja, um wenigstens vorne dabei zu sein. Obwohl, mein Rivale ist doch schon vorne. Scheiße, der ist auf Platz 4. Ich bin erst auf Platz 9. Wie soll ich das denn noch schaffen? Das wird ja eine reine Glückssache. Ich glaube, ich muss das nochmal versuchen. Ich meine, genug Leben habe ich noch, aber erstmal will ich versuchen, noch so weit zu kommen. Der ist schon auf Platz 2. Ach, ich glaube, das schaffe ich eh nicht mehr. Nee, ich habe zu viel... Nee, Leute, ich habe zu viele Unfälle... zu viele Unfälle gebaut. So. Gut. Jetzt will ich es aber jetzt endgültig schaffen. Ich brauche viel zu lange für diese eine Strecke hier. Ich glaube, einige von euch werden mich dafür steinigen, dass ich jetzt zu viele Versuche brauche. Aber, ja, das Spiel hat sowas leider an sich, so ein Rennspiel, dass man halt nicht alles auf Anhieb schafft, aber... Ich würde auf jeden Fall hier jetzt versuchen, wo die Möglichkeit wirklich besteht, das X zu kriegen. Den ersten Platz zu ergattern und zu sehen, was wir dafür kriegen. In der Expertenklasse. Ich meine, ich glaube, es war sowieso so, dass wir die Meisterklasse sowieso erst kriegen. Weil wir die Expertenklasse geschafft haben. Oh Gott. Das heißt, ich dürfte offscreen noch ein bisschen versuchen beim Jack Cup. Weil ich den ja noch gar nicht geschafft habe. Muss ich zusehen, wie ich das schaffe. Erstmal will ich gucken, wie ich mich hier noch schlage. So. Ja, das weiß ich. Und das werde ich jetzt erstmal einsetzen. Oh, wenn ich hier die Kurve hinkriege. So, sehr schön. Und weg hier. Nein! Nein! Zu weit abgedriftet. Scheiße. Gut. Ein Versuch noch. Mal wieder. Da muss ich jetzt wieder sehr vorsichtig fahren. Und in den letzten Versuch werde ich sowieso wieder verbocken. Ich kenne mein Glück, Leute. Ich kenne mein Glück. Gut. 3, 2, 1, fahr! Okay. Gut, Leute. Jetzt muss ich wirklich mein Bestes geben, weil sonst war es das. Definitiv. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe hier. Macht mir wenigstens den Weg frei, wenn ihr mich schon so blöd anfahrt. Ich habe nämlich keinen Bock, hier jetzt so einen schlechten Platz zu kriegen. Also ich muss auf jeden Fall vor Roger ankommen. Und das wird wahrscheinlich wirklich sowieso sehr schwierig, wenn ich hier so scheiße fahre und so viel Gegenverkehr habe. Oder so viel Fahrer, die mir den Weg halt versperren. Ach, scheiße. Ja, Leute. Die Expertenklasse wird mich echt auf 180 bringen. Ihr merkt es auch schon. Aber beim Jackup habe ich mich auch schon teilweise scheiße aufgeregt. Ich habe hier wirklich Angst. Ein falscher Fahrstil, eine falsche Bewegung, eine falsche Kurve oder so. Oder ich fliege von der Strecke und das war's. Deswegen heißt es, scheiße, hier jetzt sehr vorsichtig zu sein. Oh Gott, Leute. Ich mache das, glaube ich, nicht lange mit hier, dieses Rennen. Das ist einfach zu viel. Zu hektisch, zu... Ich habe es mir selber ausgesucht, als Let's Play. Ich hätte es eigentlich lassen können. Aber ich wollte es halt machen, irgendwie. Und ich weiß, ich bin verrückt. Egal. So, und davon ist der Erste. Gut, Roger ist noch nicht zu sehen. Noch nicht. So kann es erstmal bleiben. Roger kann von mir aus ganz wegbleiben. Solange er nicht zu sehen ist, ist noch alles bestens. Und solange ich vorne bin und nicht von der Strecke fliege, ist noch mal alles bestens. So. Sehr schön. Nein, keine Fehler machen, keine Fehler machen, keine Fehler machen. Nur die Ruhe bewahren. So. Jetzt alles langsam. Ruhig sein, dann schaffe ich das schon irgendwie. Gut, da ist ein Turbo-File. Sehr schön. So, wenn ich jetzt wirklich nur die Ruhe bewahre, nichts falsch mache. Leute, ich wiederhole mich gerade, ich weiß, aber... Ich muss mich irgendwie hier ein bisschen aufbauen, damit ich das hier halt schaffe. Los, komm schon, komm, das ist nicht mehr weit, das ist nicht mehr weit. Der erste Platz ist sicher. Jahu! Komm schon, gib Gas! Bitte, Platz 1! Jahu! Yes! Sieg! Huh! P1!
Platz 1. Party! Hui. Gut, da muss ich jetzt erstmal einen Schluck drauf trinken. Wow. Hui. Wow. Puh, ich laufe. Oh boy, ich explodiere bald. Gut, Leute, ich hab's geschafft. Wo ist Roger Buster gelandet? Hui. Der hat auf jeden Fall Punkte nachgelassen. Egal, ich hab meinen ersten Platz. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das auf dem letzten Anhieb wirklich noch hinkriege. Puh, ich bin glücklich. Ich hab's geschafft, wenigstens beim Queen Cup den ersten Platz zu ergattern, auch wenn ich bei der. War schon wieder die zweite oder war es die dritte diesmal? Das war die dritte diesmal. Bei der dritten Strecke wirklich auf dem fünften Platz gelandet bin. Was halt ein bisschen unbewusst war, weil ich irgendwie nicht mitgekriegt habe, dass ich in der letzten Runde war. Aber gut, wir haben jetzt sozusagen den ersten Platz erreicht im Queen Cup und bleibt nur noch jetzt der King Cup. Und da sind die Strecken ja noch ein bisschen heftiger. Vor allem die Kurvenlage auch teilweise noch heftiger als jetzt hier beim Queen Cup. Also da ist der Jack Cup ja noch ein Witz gegen eigentlich. Aber gut, schauen wir mal, was uns überhaupt der erste Platz hier bringt. Auf jeden Fall das X. Ich bin ja gespannt, welche Farbe er es tragen wird. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so. Naja, wir werden es ja gleich sehen, wenn die Siegerehrung vorbei ist. Deswegen warten wir jetzt noch die Siegerehrung ab. Sehen den Drittplatzierten, den Zweitplatzierten und natürlich uns. Wie wir auf den ersten Platz stehen, wo wir auch hingehören. Ja, so muss das sein. Gut, dann kriegen wir jetzt hoffentlich wenigstens ein schönes Feuerwerk. Nee, es ist immer noch, ich bin der Beste des Universums, erinnere dich daran. Hat sich nichts geändert, auch gut. Aber es gibt wieder ein schönes Feuerwerk. Wieder ein Samurai-Goro-Kopf, wie wir ihn ja schon kennen. Okay. Das wäre erledigt, bliebe nur noch wirklich jetzt, ja, der Königscup. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen Angst vor. So, jetzt bin ich auf das X gespannt. Es ist lila, warum lila? Warum ist es lila, warum? Ich habe keine Ahnung.